Hallo, herzlich willkommen auf der Jagd nach der Wanderkaiserin. Noch 17 Stempel, dann habe ich es geschafft. Und wie ihr seht, ist hier tatsächlich so ein bisschen Schnee. Es ist kurz vor Ostern. Wenn ich mal hochgehe, wir haben heute herrlich blauen Himmel. Es war letzte Nacht bitterkalt. Aber so langsam kommt die Sonne raus und das fühlt sich schon mal ganz gut an. Vor uns liegen jetzt so etwa 3 Kilometer. Und dann schauen wir mal, was wir unterwegs noch sehen. So, damit ist dann auch das Geheimnis gelüftet. Wir sind auf dem Weg zum Karlshausturm, Stempelstelle Nummer 51. Und ihr könnt hier herrlich nochmal den Schnee knirschen lassen, wobei bis das Video hochgeladen ist, ist wahrscheinlich der Schnee weg. Ah, ist herrlich, nochmal so ein letzter Wintertag. Sind das tolle Wolken heute? Fantastisch. Ja, wir sind so fast da und ich habe gelernt, eine Abkürzung ist nicht unbedingt immer eine Abkürzung. Sie war minimal länger als der Originalweg. Egal. Wir haben schöne Natur gerade gesehen und einen steilen Aufstieg. Und jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Und ihr seht auch hier das ganze Holz zu liegen. Und naja, zu unserer Rechten den abgeholzten Wald. Das heißt, auch hier hat der allseits beliebte Borkenkäfer, wie ich ihn liebevoll nenne, der Brockenkäfer, zugeschlagen. Ah ja, wir sind schon fast da. Das ist nur ein paar Meter von unserer letzten Stelle entfernt. Und hier rechts kann man ein bisschen ins Dorf gucken. Da unten runter, naja, es sind noch Bäume vor. Aber wir gucken einfach mal, ob man da oben tatsächlich hoch kann. Das sieht nach einer Aussichtsplattform aus. Na gut, also auf. Die letzten Meter sind's noch. So, da sind wir doch fast da. Eieiei, nur noch ein paar Meter. So, und da sind wir am Karlsturm. Einmal aufmachen. Genau, der Stempel liegt wieder drin. Und genau, so rum. Und jetzt müsst ihr euch das nur noch gespiegelt vorstellen. Genau, so sehen die halt alle aus. Und den habe ich gerade schon ins Heftchen reingemacht. Auch das ist hier ganz nett. Hier oben und die Sonne ist jetzt auch schön rausgekommen. Und das da wäre dann wohl momentan der Karlsturm und es geht verdammt weit hoch. Na gut, klettern wir mal hoch und gucken, wie die Aussicht heute ist. So, und willkommen in 30 Metern Höhe. Ja, mit einem ziemlich schönen Blick. Und wenn ihr es nicht gerade auf dem Smartphone guckt, sondern auf etwas Größerem, dann könnt ihr vielleicht sogar den Brocken sehen. Das ist der... Nee, nicht das ganz Weiße, sondern ein Stückchen weiter rechts und dann nochmal ein Stückchen weiter rechts. Das mit der großen Spitze oben drauf. Das ist Brocken. Das ist super hier im Harz. Du weißt immer, wenn du weißt, in etwa, wo die Sonne steht, wo der Brocken ist, wenn er zu sehen ist, hat man so ein gewisses Richtungsgefühl. Ist herrlich. Und wenn man dann wieder links rüber geht zu dieser großen weißen Fläche, die da den Abhang runterkommt, das ist tatsächlich ein Skigebiet. Da sind wir dann schon in Braunlage. Und ansonsten hat man hier eigentlich einen schönen Blick auf den Harz, muss ich sagen. Und leider natürlich erschreckenderweise, gerade hier auch im Vordergrund kann man es ganz gut sehen, was hier alles abgeholzt wird. Aber ansonsten total schön. Ich schicke nachher noch ein paar Impressionen nach, sage jetzt aber schon mal Tschüss. Ich bin dann mal auf dem Weg zur nächsten Stempelstelle, es sind nur noch 16, die fehlen. Tschüss!